Moin Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. Wie ihr auf jeden Fall mitbekommen habt, wurde der Brawl Stars Server Poki Brawl Stars auf jeden Fall gehackt. Und Leute, ich werde heute mit euch gemeinsam die Videos von Poki zusammen angucken und ich werde auf jeden Fall sagen, was ich davon denke, was mit seinem Kanal passiert ist. Und ich werde auf jeden Fall auch übersetzen, was auf jeden Fall da so alles bei seinem Kanal steht, weil da wird da ja immer irgendwas auf Chinesisch oder irgendeine Sprache geschrieben. Und ich würde sagen, wir labern da nicht lang rum und wir starten auf jeden Fall direkt mit dem Video. Leute, lasst gerne ein Like da und abonniert gerne den Kanal. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Denn wir sind auf jeden Fall auch kurz vor den 1190 und bald haben wir die 1200. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. So Leute, wie man sehen kann, habe ich hier jetzt auf jeden Fall Poki geschrieben. Und man kann hier direkt sehen, dass da Pokis Kanal ist. Und Leute, hier sieht man auf jeden Fall irgend so ein komisches Bild. Da ist auf jeden Fall sozusagen ein Skelett drauf. Und bei seinem zweiten Kanal, der auch gehackt wurde, ist ebenfalls auch ein komisches Bild drauf. Und zwar ist da einfach so ein WLAN-Zeichen, was auf jeden Fall bei Brawl Stars immer wieder ist. Wenn man zum Beispiel Lakes hat, da kommt immer dieses Symbol. Und das Banner wurde auch geändert und bei dem Zweitkanal ebenfalls. Und wir gucken aber uns erstmal das Video an. Das habe ich mir tatsächlich schon angeguckt, aber ich werde das trotzdem nochmal mit euch zusammen anschauen. Let's go, würde ich sagen. Also das Video ist echt komisch, Leute. Ich check das auch nicht. Das ist echt krank, Leute. Also, Leute, ich will jetzt nicht sagen, aber das wäre schon ein bisschen komisch, wenn Poki sich für sowas Mühe gibt. Weil Leute, er müsste, also ich glaube, ich weiß nicht, ob der das jetzt gefaked hat oder nicht. Aber Leute, ich glaube, Poki wüsste schon, wenn er so eine Scheiße durchziehen würde, dann würde er schon richtig hart Hate kassieren. Weil Leute, ich meine, der macht das doch nicht einfach so. Der weiß, dass er direkt Hate kriegt. Vielleicht wurde er von irgendjemandem gezwungen oder der wurde vielleicht wirklich gehackt. Also ich werde auf jeden Fall meine Theorie am Ende sagen. Alter, das ist echt krank. Sings, man sieht doch gar nicht genau, was da so steht, gell? Da habt ihr gesehen, da war gerade dieses Symbol von diesem Skelett da. Und wir gucken jetzt nochmal auf dem Zweitkanal. Und zwar heißt das Video No Signal. Wir gucken einfach mal, Leute. Glaube ich noch kränker sogar. Das war's tatsächlich. So Leute, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu der Übersetzung. Okay Leute, wir gehen einfach mal als erstes nochmal ganz kurz. Wir gehen auf jeden Fall nochmal ganz kurz auf seinen Hauptkanal, auf Kanalinfo. Und wir nehmen hier diesen Text, kopieren den und gehen zum Übersetzer und kopieren den jetzt. Also wir fügen den da jetzt mal ein. Und dann gucken wir auf jeden Fall mal, was da rauskommt. Zahlen sind Buchstaben, ist auf jeden Fall das erste. Okay, das merken wir uns auf jeden Fall mal. Und hier steht auch noch was in der Videobeschreibung. Wir kopieren das hier auch mal und fügen das hier in der zweite Leiste ein. Denken Sie in die andere Richtung, steht da. Was hat das zu bedeuten? So Leute, wir gehen jetzt auf den Zweitkanal und kopieren ebenfalls diesen Text hier. Und da kommt raus Rätsel. Ich weiß jetzt nicht, ob das da wirklich so, also ob das jetzt stimmt, was da steht, aber wie das mir das sagt, steht da auf jeden Fall Rätsel. Also da steht auf jeden Fall irgendwas von Rätsel. Muss jetzt Poki irgendein Rätsel durchschreiben? Wenn Poki eine E-Mail schreiben möchte, ist seine E-Mail löse das Rätsel @lunion.de. Ah. Rätsel lösen. Leute, es wurde ebenfalls noch etwas anderes gefunden. Und zwar habe ich euch ja vorhin gesagt, dass ich auf den Banner irgendwie nicht so diesen Text kopieren kann und ich es euch zeigen kann. Aber andere YouTuber haben das auf jeden Fall herausgefunden, was da auf jeden Fall steht. Und ich werde das euch ebenfalls zeigen. Dafür gehen wir einfach mal ganz kurz auf Musabis Video, denn er hat es uns auf jeden Fall erzählt. Schritt Rätsel habe ich herausgefunden, was da steht. Und zwar steht dort ganz genau, du musst andersherum denken. Was das zu bedeuten hat, weiß ich tatsächlich nicht. Ich ebenfalls auch nicht. Also Leute, wie ihr es auf jeden Fall schon gehört habt, steht da, du musst anders denken. Und bei uns ist auf jeden Fall bis jetzt rausgekommen, Zahlen sind Buchstaben. Denken Sie in die andere Richtung.
und Rätsel brezeln. Und nur mal so, Leute, mir ist heute gerade noch was aufgefallen. Und zwar, Leute, habe ich heute bei Pookie seinen Instagram-Account geguckt. Und zwar habe ich leider jetzt tatsächlich keinen Screenshot, aber auf jeden Fall, ich bin heute auf Pookies Instagram-Account gegangen. Und zwar um circa 15 Uhr oder so, ich weiß noch nicht ganz genau, das ist nach 15 Uhr, da war ich sogar mit zwei Zuschauern drauf. Und da habe ich auf jeden Fall gesehen, dass Pookies Instagram-Account noch ganz normal ist, bis ich plötzlich so circa 2 Stunden später auf sein Instagram gegangen bin und plötzlich gesehen habe, dass sein Instagram-Account aufgehackt wurde. Das kann ich euch ebenfalls zeigen. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier bei Pookies Instagram-Account und wir können tatsächlich sehen, dass Pookie wirklich einfach gehackt wurde. Also seine letzte Story war circa vor 20 Stunden und ich weiß wirklich nicht, was das auf jeden Fall aus sich hat. Also da war er auf jeden Fall ganz gechillt noch mit Lukas oder, nee, das war nicht Lukas, da war er da mit Armin so und so anderen Leuten halt so einfach so auf dem Boot oder so. Und dann einfach aus dem Nichts, paar Stunden später, also besser gesagt heute morgen oder Mittag, kommt einfach das hier. Aber Leute, wie man hier auch sehen kann, ist da auch ein Teufelszeichen. Und hier ist auch ein Teufelszeichen. Leute, das heißt, Spooky wurde, glaube ich, tatsächlich von demselben Hacker gehackt. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich irgendwas mit Brawl Stars zu tun hat, aber das denke ich eher nicht, weil Leute, versteht mich nicht falsch, aber wieso sollte Brawl Stars ein Creator, wie sagt man das, ein Creator-Typen halt so, einfach irgendwie so, irgendwie hacken oder sowas? Das könnte vielleicht tatsächlich ein Prank von Pookie sein, aber wie gesagt, ich denke auf jeden Fall nicht, dass er das gemacht hat. Leute, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu meiner Theorie, was da auf jeden Fall passiert ist. Also ich denke tatsächlich, dass irgendwie Pookie einfach so random gehackt wurde, aber ich weiß jetzt halt nicht, was das mit diesen ganzen Zeichen und so weiter auf sich hat. Also das könnt ihr auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das auf jeden Fall wisst. Und ja, Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, meine Theorie ist es auf jeden Fall, dass Pookie es nicht war. Also das könnte wirklich tatsächlich auf jeden Fall auch Pookie gewesen sein, aber ich denke das auf jeden Fall nicht, weil Leute, wegen seine ganzen Videos, wie ihr schon vorhin gesehen habt, sind seine ganzen Videos offline. Und zwar, Leute, kann ich euch gerne etwas nochmal zeigen bis zum Videoende. Leute, und zwar bin ich jetzt hier auf jeden Fall bei meinen ganzen Videos gegangen. Und zwar, Leute, könnte das tatsächlich sein, falls Pookie das auf jeden Fall wirklich gemacht hat, dann keine Ahnung. Aber Leute, das könnte tatsächlich wirklich sein, dass Pookie diesen Mode gemacht hat. Dass er hier auf jeden Fall auf Video geklickt hat, alle auswählen, bearbeiten gegangen ist, auf Sichtbarkeit und dann hier auf Privat eingestellt hat. Denn Leute, wenn er da drauf drückt, dann sind alle seine Videos auf Privat gestellt. Alle seine Videos, Livestreams, alle die auf YouTube hatte. Also Leute, falls Pookie das wirklich war, dann hat er diese Methode genutzt. Weil Leute, ich meine, ich kenne diese Methode selber, weil ich habe die manchmal auch genutzt bei meinen Livestreams, weil ich habe öfter meine Livestreams so offline gestellt. Aber dann wieder online. Aber ich würde tatsächlich auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.